Das ist Beludru. Er ist 14 Jahre alt und wohnt im Krefelder Zoo. Seit Ende Februar lebt der Sumatra-Tiger ganz allein in seinem Gehege. Denn seine Partnerin Sotera musste eingeschläfert werden. Sie war an einem Lebertumor erkrankt, der seine Metastasen bereits im gesamten Bauchraum gestreut hatte. Zootierärztin Stefanie Markowski hat die Tigerkatze betreut. Der Tumor wurde erst 10 Tage vor der Einschläferung entdeckt. Ja, Sotera ging es eigentlich die ganze Zeit sehr gut. Sie war unauffällig und plötzlich haben wir dann eine Umfangsvermehrung im Bauchraum festgestellt und wir haben sie in Narkose gelegt, um das zu überprüfen und haben dann eine verdächtige Struktur in der Leber gesehen und eine Probe gewonnen von der Flüssigkeit und haben sie wach werden lassen. Dann hat sich unser Verdacht bestätigt, dass es sich eben um ein tumoröses Geschehen im Bauchraum handelt. Also es gab leider keine Rettung für Sotera und wir können nur froh sein, dass sie eben nicht lange gelitten hat, sondern dass es wirklich nur ein ganz kurzes Krankheitsgeschehen für sie war. Sumatra-Kater Beludru ist mit seinen 14 Jahren schon ein echter Oldie. Der älteste Tiger in einem Zoo wurde 19 Jahre alt. Also muss in den nächsten Jahren auch mit Beludrus Tod gerechnet werden. Da auch er gesundheitlich seit längerem angeschlagen ist, wird höchstwahrscheinlich keine junge Katze mehr zu ihm gesellt. Ganz auf die Tigerhaltung zu verzichten, ist für den Zoo keine Alternative. Die Tierschutzorganisation PETA hat sich sofort nach dem Tod der Tigerdame in einem offenen Brief an den Zoo gewendet und fordert, künftig ausschließlich Tiger aus Zirkusbetrieben aufzunehmen und den Tieren damit ein neues Zuhause zu bieten. Für den Krefelder Zoo ist das so einfach, aber gar nicht machbar. Wir in Krefeld haben uns dazu bereit erklärt, am europäischen Erhaltungszuchtprogramm teilzunehmen. Und das ist eine Art Vertrag, eine vertragliche Verpflichtung, im Rahmen dieses Programms zu arbeiten. Und das bedeutet, dass wir natürlich da nicht einfach so aussteigen können und sagen, wir steigen um auf Tiger, die aus der Zirkushaltung kommen. Wir wollen also definitiv weiter im Rahmen dieses europäischen Zuchtprogramms arbeiten. Und selbst wenn der Zoo nicht an das europäische Erhaltungszuchtprogramm gebunden wäre, bieten Ex-Zirkustiger unkalkulierbare Risiken. Hier wissen wir ganz genau, woher die Tiere stammen, welche Verhaltensmerkmale bestehen, ob Eigenarten bestehen, die möglicherweise dazu führen könnten, dass es Probleme gibt bei der Haltung. Darüber klären wir uns gegenseitig auf, wenn wir an solchen Zuchtprogrammen natürlich auch teilnehmen und wenn wir Tiere von anderen zoologischen Gärten bekommen. Bei der Herkunft dieser Tiere ist uns völlig unklar, wenn sie aus einem Zirkus stammen, was mit ihnen geschehen ist. Ob sie traumatische Erlebnisse gehabt haben, wie sie gehalten worden sind, ob es Futterprobleme gibt, was auch immer. Wie es in den nächsten Jahren in diesem Gehege aussehen wird, muss noch entschieden werden. Beschlagnahmte Zirkustiger werden hier aber nicht einziehen.